Schönen guten Tag. Heute mache ich einfach mal ein ganz normales Video zum Testen von ein paar, also ich werde ein paar Experimente vorführen sozusagen. Also, aber bevor wir das machen und in die Hölle gehen und ein paar Rohstoffe zu holen, möchte ich eben noch ein Danke schreiben, also ein Danke sagen an iDave1000 war das, also iDave. Denn durch sein Tutorial habe ich endlich herausgefunden, wie man sich Mods installiert, sieht ja an dieser schönen Faust. Da wollte ich mal Danke sagen und er hat mir beigebracht, dass wenn man Slow Sand auf Eis packt, dass man dann nochmal eine Stufe langsamer wird. Das wollte ich nur gesagt haben, da danke ich ihn für. Denn er hat das so geil, also so kleinlich erzählt, dass ich wirklich geschafft habe, ich als Depp das zu installieren, so ein Mod. Das habe ich durch 7 andere Tutorials nicht geschafft. Und da wollte ich mal Danke sagen, ganz offizielles Danke. Also gut, gehen wir in die Hölle und holen uns ein bisschen Slow Sand. Mal gucken, ob ich nicht wieder am Dritttor auskomme. Denn manchmal komme ich nicht einfach in so einer Schlucht aus, wo ich nicht mehr weiß, wie ich rauskomme. Dann muss ich mich rausbuddeln nach oben. Okay, ich bin wieder hier angekommen. Das finde ich doof. Anscheinend werde ich gleich wieder irgendwo in der Pampa sitzen, in der Höhle. Ich habe jetzt Geister ausgeschaltet, weil ich nur hier bin, um den Rohstoff zu holen. Ich finde, ich weiß, ich bin der Pussy. Ja. Also gut, suchen wir jetzt mal Slow Sand. Wenn wir es überhaupt mal finden. Muss ich noch weiter nach oben. Da, ich habe gefunden. Ich sehe es, da oben ist Slow Sand. Denn ich werde iDays Experiment doch ein bisschen fortführen. Und zwar will ich herausfinden, wie sich Monster verhalten, wenn Verlangsamungssand auf wenn ich jetzt mal Verlangsamungssand als Untergrund benutze und darüber Wasser. Also ob die wirklich noch immer noch langsamer wegtreiben. Das könnte man eventuell dann nämlich für eine Falle benutzen. Und wie sich Items drauf verhalten, wenn sie auf Wasser, werdet ihr gleich sehen. Das dürfte jetzt eigentlich reichen. Und jetzt betet mal für mich, dass ich nicht wieder in der Höhle auftauche. Oder ich baue mir einfach mal noch ein. Nee, ich habe nicht genug Materialien. Ich wollte eigentlich noch ein Tor bauen. Genau, ich baue mir hier jetzt mal noch ein Tor und gucke euch, wo ich dann rauskomme. Man sagt ja, ein Feld sind gleich 10 Schritte auf der, also ein Schritt in der Unterwelt sind gleich 10 Schritte oben in der normalen Welt. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Schritte hier laufen würde, werde ich 100 Schritte oben. Also wenn ich jetzt hier bin, dann gehe ich jetzt mal von dem Tor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und hier 9. Damit ihr mal ein bisschen seht, was ich hier mache. Das mache ich mal kaputt. Und das Tor habe ich langsam satt. Wo sind meine Sachen? Wo sind meine... Da. Zu hoch. So. Das ist mein Portal jetzt und on. Mache ich ihn auch schön. Mal gucken.
jetzt rauskomme. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe nicht in der Höhle. Oder in irgendeiner Höhle. Okay, ich bin in einer Höhle rausgekommen. Und hier ist ein Tor und da hinten ist auch ein... Ja, okay, ich bin wieder an diesem Tor gekommen, wo ich immer rauskomme. Warum gehe ich immer zu diesem Tor hin? Das regt mich auf. Das habe ich schon kaputt gemacht, damit ich hier nicht auftauche. Aber nein. Ich bin jetzt traurig. Muss ich nicht hier wieder hoch? Ärgern. Oben, ich werde jetzt nichts sehen, denke ich mal. Bin ich hier schon 7. Mal hochgegangen, weil ich immer, wenn ich in die Hölle gehe, hier in diesem Tunnel auskomme, muss ich mir vielleicht meine Bahn rausbauen. So. Es kann sich nur um Jahre handeln. Habe ich einmal bei? Nein, muss ich wohl zu Hause machen. Das wäre Experiment. Ich beam mich kurz nach Hause. So, und hier bin ich jetzt. Und hier werde ich jetzt mein Experiment aufbauen. Das wird folgendermaßen aussehen. Ich baue noch hier ein Ding rein. Also gut, hier wird eine Strecke gebaut mit Slow Sand. Wollen wir kurz eine Magie. So, hier ist mein Mini-Labor. So, jetzt brauche ich hier noch ein Tierfach für das Eis. Seht ihr das Eis? So, jetzt brauchen wir Slow Sand. Und hier Slow Sand. Wie Eidel schon festgestellt hat, ist, wenn man hier läuft, langsam, und wenn man auf Eis Slow Sand nochmal, also wenn man hier auf wenn Slow Sand auf Eis ist, ist man nur nochmal eine Stufe langsamer. Kann ich euch zeigen auch warum. Und wenn man F5 drückt, hat man hier das Männchen und jetzt guckt auf die Füße, wie weit die einsinken. Könnt ihr hier sehen, ich laufe, bin langsamer, also langsam und nochmal eine Stufe langsamer. So. Jetzt gehen wir zum eigentlichen Experiment. Jetzt brauche ich hier normalen. Ah, komm her. So, hier brauche ich auch noch mal eine Barriere. Jetzt brauche ich Wasser. Oh, stimmt, hier komme ich ja nicht raus. Hat er auch festgestellt. Also mein, so. Wenn man Sand hat und dann nur zwei hohe Türen, dann kommt man nicht da durch. Also gut, jetzt brauche ich Wasser, Eimer. Drei reichen. Den kann weg. Ja, ich meine unendliche Wasserquelle. Hier Wasser, diese, gut. Ja. Jetzt baue ich. Nee, ich brauche eben noch was. Und zwar brauche ich